Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Hier ist die Firma Haustechnik Voßwinkel mit einem frischen Video für euch. Heute beschäftigen wir uns mit einer ziemlich komplexen technischen Anlage, einer Heizungsanlage in einem Neubau. Und, weil sie so schön aussieht, steigen wir ein mit einem Heizungsporn. Na, war die schön. Die Handwerker unter euch, die diesen Kanal gucken, werden es vielleicht beurteilen können. Den anderen hat es hoffentlich gefallen. Ich frage mal kurz, Jens, war der schön? Ich fand den super. Der war super, oder? Tränen in den Augen. Tränen vor Freude. Das war so schön. Also dafür müsst ihr wissen, wir müssen den noch drehen. Also zum jetzigen Zeitpunkt ist der noch nicht fertig. Aber er war bestimmt gut. Passt auf, ihr Lieben. Wir stehen in einem Heizungskeller. Uns ist aufgefallen, dass ihr, und das finden wir total klasse, die Technikvideos, die wir so drehen, ziemlich feiert. Also zumindest die Zugriffszahlen entsprechend hoch sind. Das freut uns sehr. Wir haben aber immer wieder das Problem, dass wir Kommentare oder Beispiele haben, in denen es heißt, naja, so wie ihr das da beschreibt, ist das aber gar nicht, weil in dem und dem Fall kann es so nicht funktionieren. Stimmt. Denn jede Heizungsanlage, so komisch das jetzt klingt, ist ein individuelles Stück, passend zum Haus, passend zu den Nutzungsgewohnheiten des Bewohners des Hauses. Und insofern ist jede Heizung ein Stück weit individuell. Das Ganze ist auch recht komplex, was ich auch immer versuche in diesen Erklärvideos, wo nur einzelne Teile erklärt werden, immer wieder zu sagen, Leute, das hängt alles miteinander zusammen. Es bildet quasi einen großen, geschlossenen Kreis. Deswegen haben wir uns gedacht, machen wir heute in diesem Video mal einen Rundumschlag und zeigen euch eine Heizungsanlage oder vielmehr ein Heizsystem für ein ganzes Haus. Steigen wir ein in dieses Heizungssystem in diesem Haus hier. Ein paar Randinformationen dazu. Das Haus ist ein 2017 errichteter Neubau, damals errichtet unter den damals gültigen KfW Standard 55. Was einfach gewisse Anforderungen hat an die zu verbauende Technik, an Steine, an Fenster, an Dachdämmung, alles Mögliche. Letztlich aber ein Haus, was mit 274 Quadratmetern Wohnfläche, glaube ich, eine Heizbedarfsberechnung von 6 kW ergeben hat. Also entsprechend neues Haus, klar, braucht weniger Energie, reichen also in dem Falle hier 6 kW Heizleistung. Gekoppelt daran an die Heizung war auch das Thema Lüftung, vorgegeben von der KfW, von den entsprechenden Kriterien. Hier ist also eine kontrollierte Wohnraumlüftung verbaut. Heißt letztlich, über die gegossene Decke sind Leitungen verlegt und in besonders warmen und feuchten Räumen wird die Luft abgesaugt und in entsprechend Zulufträumen, meistens Schlafzimmer, Wohnräume, wird die Luft dann wieder eingeblasen. Es findet ein Luftaustausch statt, die Luft kommend aus dem Haus, die warme Luft, wird an einem Wärmetauscher vorbeigeführt, auf der anderen Seite von draußen angesaugte Luft vorbeigeführt wird. Und durch den Wärmetauscher springt die Wärme entsprechend auf die neue, unverbrauchte Luft über. Das ist das Prinzip der Lüftungsanlage, hier auf dem Dachboden verbaut. Entsprechend ist ein Funktionssystem. Was aber auch hier in der Regelung der Heizungsanlage mit berücksichtigt wird, komme ich später zu. Hier im Objekt bzw. hier in der Straße gibt es kein Gas. Das bedeutet, wir konnten hier nur auf erneuerbare Energien gehen, was natürlich auch bei einem 2017 errichteten Haus Sinn macht. Das heißt, der Kunde hat sich hier entschieden für eine Flexotherm, eine Wärmepumpe, die in diesem Fall an eine Sohle, also an eine Tiefenbohrung angeschlossen ist. In dem Falle, weil es ja ein Neubau war, wurde die Bohrung, insgesamt 93 Meter tief, eine Bohrung, direkt unter dem Heizungsraum errichtet. Das Haus stand ja noch nicht, also wurde an der Stelle, wo der Heizungsraum ist, einfach das Loch gebohrt. Und so sind hier hinter der Heizungsanlage der Vor- und der Rücklauf der Sohle, kommen hier hoch, gehen hier durch die Leitungen,
durch den entsprechenden die Sohle-Übergabestation in die Heizung rein. Genau, weiter geht es neben dem Thema Sohle, dem Thema Wärmepumpe, mit Heizung und Warmwasser natürlich, dann zu dem Thema Puffer. Pufferspeicher, letztlich bedeutet das ein 800 Liter großes Fass, gefüllt mit Heizungswasser, in dem im Schichtenprinzip verschiedene Temperaturen eingeschichtet werden. Die Regelung hat insgesamt 4 Fühler zur Verfügung, die das Wasser im Puffer auf unterschiedlichen Höhen misst, also die Temperatur des Wassers. Und somit wird ganz oben das wärmste Wasser eingespeist für das Trinkwasser, ganz unten das kühlste. Die Heizung bedient sich aus dem unteren Teil, das Trinkwasser aus dem oberen Teil dieses Pufferspeichers. Heizung natürlich Neubau aus 2017, hier ist eine Fußbodenheizung verbaut. Insgesamt gibt es eine Steigleitung mit 3 Heizungsverteilern, auf jedem Geschoss eine, Keller, EG, OG, von denen aus die Heizungsleitungen dann entsprechend abgehen, also die Fußbodenheizungskreise. In dem Falle ist das hier, das heißt also hier ist die Heizkreispumpe mit Mischermodul, das heißt der Vorlauftemperatur oder dem Vorlaufwasser kann bei Bedarf Rücklaufwasser beigemischt werden, für den Fall, dass eben die Spreizung der Temperaturunterschied zwischen Vor- und Rücklauf entsprechend klein ist, kann eben Rücklaufwasser mitbenutzt werden, um dem Vorlauf wieder beigemischt zu werden. Genau, das geschieht hier. Die Entnahme des Heizungswassers erfolgt im unteren Teil, hatte ich glaube ich schon gesagt, weil dort potenziell Physik natürlich das tiefste Wasser ist. In diesem Pufferspeicher ist eine Röhre drin, ziemlich in der Mitte, die einmal durch den gesamten Puffer läuft. Diese Röhre ist aus Lochblech gefertigt. Das warme Wasser, verbunden mit der Wärmepumpe, aus der das produziert wird quasi, wird in diese Röhre reingepumpt und dann, auch wieder Physik, frag mich nicht genau, wie das funktioniert, ich weiß nur, dass es so funktioniert, aus dieser Lochblechröhre dringt das Wasser an genau der Stelle im Puffer aus, wo die entsprechende Temperatur identisch ist. Das heißt, da mischt es sich bei. Heißt also, wenn die Wärmepumpe über die Regelung eingestellt wurde, jetzt soll sie warm Wasser machen, geht sie mit ungefähr 53, 54 Grad im Vorlauf in diesen Puffer, also in diese Röhre. Dieses 55 Grad warme Wasser tritt dann an der Stelle aus, wo das Wasser schon 55 Grad ist. Ist im ganzen Puffer keine 55 Grad Temperatur, geht das Wasser erst ganz nach oben und kommt dann von oben oder wird dann von oben durchgewärmt. Durch die Fühlerwerte misst er den unteren Trinkwasserfühler, hat der eine Temperatur von, ich glaube, auch 50 Grad erreicht, also 5 Grad Unterschied, dann wird die Warmwasserladung beendet. Dann, das sieht er jetzt wahrscheinlich nicht so gut, beziehungsweise wir filmen das für euch, gibt es auf dem Puffer drauf 2 Stationen. Das obere ist die Trinkwasserstation und die untere Kiste ist die Solarstation. Denn in diesem Haus sind auf dem Dach auch 5 thermische Solarkollektoren montiert. Es sind Flachkollektoren, die unter entsprechender Sonneneinstrahlung die Solarflüssigkeit, die hier zirkuliert, entsprechend erwärmt und dann auch damit den Puffer bespeist. Das Ganze kann genutzt werden, um das Heizungswasser zu erwärmen und um das Trinkwasser zu erwärmen. Klar ist, an Tagen wie jetzt gerade, wir drehen hier im November, da gibt es Sonnenschein, ja, da gibt es auch einen geringen Solarertrag, der aber wahrscheinlich von den Temperaturen, wieder die Röhre mit dem Lochblech, nur dafür reicht, den Heizungsteil zu unterstützen. Im Sommer ist es aber überhaupt kein Problem, auch Temperaturen gegen 100 Grad oben auf dem Dach zu erzeugen. Und dann wird damit natürlich auch das Trinkwasser entsprechend erzeugt. Der Solarkreislauf ist gekoppelt an ein eigenes Ausdehnungsgefäß, weil es ja ein in sich geschlossener Kreis ist, mit dem quasi die Wärme produziert wird. Das heißt, das ist auch eine andere Flüssigkeit, ein sogenanntes Glykolgemisch, was temperaturfester, hochfester ist, was also erst bei 110 Grad nicht verdampft, sondern in Stagnation geht, also quasi nicht mehr funktioniert, wenn ihr so wollt. Das braucht sein eigenes Ausdehnungsgefäß, weil es auch wieder in sich geschlossener Kreislauf ist. Genau, so speist sich eben quasi dieses Rädchen hier in sich selber.
Die Trinkwasserstation hat anders als Warmwasserspeicher, die ihr vielleicht kennt, kein Vorheizprinzip. Das heißt, normaler Warmwasserspeicher hat 150 Liter, sagen wir mal, Trinkwasser in einem Bottich, ganz ähnlich von diesem hier. Und diese 150 Liter Wasser werden dann komplett auf 50 Grad erwärmt. Hier ist das Prinzip etwas anders. Eine Trinkwasserstation führt das Trinkwasser über diese Kiste und die darin befindliche Pumpe wiederum an einem Wärmetauscher vorbei, auf dem auf der anderen Seite Heizungswasser zugeführt wird, aus diesem Puffer, das dann 50 Grad hat. Und somit wird das vorbeilaufende Trinkwasser durch den Wärmetauscher in dem Moment, wo es gebraucht wird, erwärmt. Das Ganze hat den Vorteil, dass wir hier in diesem Falle mit Legionellenbildung nichts zu tun haben. Das heißt, das Wasser wird in dem Moment erwärmt, wo ich es brauche, wird aber nicht bei diesen problematischen 50, 55 Grad Temperatur gelagert. Da muss man ja dann Legionellenschaltungen machen, muss das Warmwasser einmal die Woche über 60 Grad erhitzen, damit die Legionellen eben wieder abgetötet werden. Ist hier bei der Trinkwasserstation kein Problem. Genau, das ist das Ganze. Jetzt haben wir in dem Falle hier auch noch ein, wie ich finde, geniales Prinzip, was auch wirklich super gut funktioniert. Wir haben hier die sogenannte Cooling Unit in dieser Kiste. Was heißt Cooling Unit? Diese Heizung zieht ihre Energie aus dem Boden, aus 93 Meter Tiefe, wo ja eine andere Temperatur herrscht als hier oben auf der Erde sozusagen. In 93 Metern Tiefe ist das Wasser eher, oder die Temperatur eher konstant, ungefähr zwischen 10 und 12 Grad. Und das sowohl im Sommer als auch im Winter. Im Winter helfen uns diese 10-12 Grad Vorlauftemperatur, um mittels des Wärmepumpenprinzips und eingesetzter elektrischer Energie, da entsprechend in einem Verhältnis von ungefähr 1 zu 4, dafür sorgen, dass Wärme entsteht. Im Falle des Sommers haben wir trotzdem, wegen mir von Außentemperaturen 40 Grad oder ähnlichem, haben wir trotzdem in der Erde 12 Grad warmes Wasser. Das bedeutet, wir können über diese Cooling Unit das Funktionsprinzip der Heizung umkehren in eine Kühlung. Das heißt, wir können hingehen und können die Temperatur, die normalerweise hier mit 30, 35 Grad im Winter in die Fußbodenheizung geht, auch, wenn wir wollen, mit 12 Grad kühlem Wasser beschicken. Machen wir nicht, weil mit dem Temperaturunterschied würde es sofort anfangen zu schimmeln. Aber 20 Grad nach oben zu schicken, sind durchaus möglich und problemlos möglich. Jetzt werdet ihr sagen, 20 Grad, was soll das denn bringen? Ja, aber in einer Fußbodenheizung jeden Tag immer 20 Grad kühles Wasser zirkulieren zu lassen, führt über die Dauer des Prinzips dazu, dass sich das ganze Haus auch nicht mehr als 22, 23 Grad erwärmt. Somit ist in diesem Haus hier trotz Hochsommer, auch aufgrund des neuen Standards, der hier herrscht, ist hier eigentlich keine Raumtemperatur über 23 Grad. Und da freust du dich, und ich glaube, nach Berichten auch die Nachbarn, freuen sich hier extrem und liegen im Sommer hier in diesem Haus auf dem Boden. Klar, weil es hier entsprechend angenehm kühl ist. Jetzt könnte man denken, naja, okay, kriege ich mit einer Klimaanlage auch hin. Stimmt, kriegt man auch. Aber der Clou hierbei ist, um dieses Prinzip Cooling Unit nutzen zu können, brauche ich letztlich nur 100 Watt Strom. Hier drin befindet sich eine Pumpe, die die Sohle in der Erde zirkuliert. Also immer quasi 93 Meter tief und wieder hoch zur Heizung und wieder runter. Die braucht Strom. In der Cooling Unit ist soweit keine Pumpe, da ist nur ein Wärmetauscher drin, ne, der also quasi die Temperatur von der Sohle an den Heizkreis, an das Wasser übergibt. Sohle ist auch ein Glykol, etwas anders zusammengemischt als Solarglykol, weil natürlich das Sohle-Glykol eher kältere Temperaturen aushalten muss, weil hier, wenn es blöd läuft und der Winter knüppelhart ist, die Sohle auch schon mal mit Minusgraden runter in die Erde geschickt wird wieder. Und dann darf das Ganze natürlich nicht frieren. Also, das Glykol kommt hier hin, wird über einen Wärmetauscher an das Heizungswasser übergeben. Dann ist die Heizkreispumpe hier immer noch, auch im Sommer, dafür verantwortlich, dass sich das Heizungswasser durch die Fußbodenheizung dreht. Heißt also, diese Pumpe und diese Pumpe ist das Einzige, was ich im Sommer an Energie einsetzen muss, um das Haus zu kühlen. Sind roundabout 100 bis 140 Watt in diesem Haus.
Und das schafft natürlich keine Klimaanlage. Letzter Punkt zur Heizung. In dem Falle könnten jetzt der pfiffige Beobachter natürlich sagen, ja, Moment, langsam. Wir haben Sommer, 40 Grad draußen. Die thermische Solaranlage auf dem Dach ballert, was das Zeug hält und liefert Wärme über die Solarstation in den Puffer. Gleichzeitig soll die Wärmepumpe 12 Grad kaltes Wasser aus dem Boden ziehen und soll das dann für die Heizung benutzen. Wie geht das denn? Weil Trinkwasser, Duschen wollen die ja trotzdem nicht mit 12 Grad, die Menschen, die hier leben. Richtig, stimmt. In dem Falle ist also der Puffer das Problem, weil er kann nicht zum Kühlen des Hauses runtergekühlt werden und zum angenehmen Warmwasser erhitzt werden. Beides zusammen geht natürlich nicht. Das heißt, in dem Falle ist es hier so, das sind die Kinder des Hauses, falls ihr sie gehört habt, in dem Falle ist es hier also so, dass hier hinten sogenannte Drei-Zonen-Ventile an der Wand sind. Das sind die kleinen grauen Kisten hier, die im Falle des Umschaltens auf den Kühlmodus zugefahren werden. Das heißt, hydraulisch gesehen wird dieser Puffer aus dem System der Heizung ausgekoppelt und ist nur noch für das Trinkwasser zuständig. Deswegen gibt es hier in diesem Raum auch insgesamt 5 Ausdehnungsgefäße, weil im Falle der Kühlung dieses Ausdehnungsgefäß für die Heizung oder was für die Heizung zuständig ist, rausgenommen werden muss aus dem gesamten Kreis und dann steigt dieses Ausdehnungsgefäß ein, was quasi nur für den Kühlkreislauf dann den nötigen Ausgleichsdruck herstellt. Das Ganze ist, wie ihr also feststellen könnt, relativ komplex. Geil ist aber an der Geschichte noch der letzte Punkt, der, dass, kennt ihr vielleicht, thermische Solaranlagen, wenn sie zu warm werden, also keine Wärmeabnahme mehr stattfindet, in die Stagnation gehen. Dauerhafte Stagnation kann dazu führen, dass die Solarflüssigkeit flockt und dann entsprechend nicht mehr benutzbar ist. Dann ist das so ein schmieriger, grüner, grünlich-bräunlicher Schmier. Dann muss sie raus, dann muss die ganze Anlage gespült werden und dann muss neue Flüssigkeit rein. Passiert immer dann, wenn im Warmwasserspeicher keine Abnahme mehr herrscht. Jetzt haben wir natürlich 800 Liter Pufferwasser, das heißt, das reicht für einen Moment. Aber wenn du 2 Wochen lang 40 Grad hast, ist der auch voll. So viel kannst du gar nicht duschen. Dann hat der von oben bis unten 100 Grad. Die Solaranlage kann nichts mehr reindrücken und theoretisch würde sie jetzt in Stagnation gehen. Das Geile an dieser Kombination mit der Erdwärme ist die sogenannte Quellenregenerierung. Das heißt, Weiland geht hin und kann über seine Regelung erkennen, der Puffer wird zu warm, die Solaranlage geht oder droht in Stagnation zu gehen und die Quellenregenerierung dieser Anlage ist eingeschaltet. Dann geht die Heizungsanlage hin und entnimmt Wärme aus dem Puffer und führt sie dem Rücklaufwasser dieser oder der Rücklaufsohle, das was wieder runtergeht in den Boden, zusätzlich zu. Heißt im Umkehrschluss, dass wir nicht 12 Grad warmes Wasser wieder runterschicken, sondern dass wir eher 20 Grad warmes Wasser wieder runterschicken. Und das machen wir auch konstant über mehrere Wochen. Was dazu führt, das steuert die Anlage, wie viel Pufferwasser sie beimischt, das führt dazu, dass so eine Anlage nicht oder die thermische Solaranlage nicht in Stagnation gehen kann. Das heißt, wir haben entsprechend unsere Solaranlage mit diesem Prinzip auch geschützt. Das Ganze heißt Quellenregenerierung, weil man glauben könnte, dass dadurch vielleicht die Sohlebohrung entsprechend regeneriert würde. Es mag sein, dass das vielleicht einen geringen Effekt hat, wenn ich mehrere Monate lang 20 Grad warme Sohleleitungen habe, dass ich dann im Boden irgendwie Wärme speichere, die ich dann im Winter wieder abrufen kann. Mag sein, da bin ich kein Geologe, ob das wirklich geht. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Wenn das gehen würde, weiß ich nicht, dann würden wir das ja alle machen. Also bin ich mir unsicher. Ob das nun stimmt oder nicht, wenn es denn so ist, ist es schön. Aber es ist auf jeden Fall so, dass unsere thermische Solaranlage in diesem Puffer immer Wärmeabnahme liefern kann und die Anlage nicht in Stagnation geht. Und das ist dann wiederum ein ziemlich cooles Highlight. Genau. Abschließend möchte ich euch noch eben auf die Sicherheitseinrichtungen aufmerksam machen, die hier auch verbaut sind. Das ist das, worüber wir in einzelnen Videos immer mal wieder Kleinigkeiten gezeigt haben. Und hier könnt ihr sie dann sozusagen live im Einsatz sehen.
Wir haben hier einmal den Schlamm- und Luftabscheider, den haben wir auch schon vorgestellt in einem Video, der hier im Heizungsrücklauf sitzt und mit einem entsprechenden Siphon unten angeschlossen ist an das Abwassersystem. Der wird also im Rahmen der Wartung in regelmäßigen Abständen von uns gespült. Die Ausdehnungsgefäße habe ich euch schon gezeigt. Hier sitzt die sogenannte Kesselsicherheitsgruppe, die im Prinzip bei Überdruck im Pufferspeicher entsprechend oder im Heizungskreislauf entsprechend abblasen kann, wenn es ein Problem gibt. Genau, dann haben wir auf dem Speicher auch nochmal ein Sicherheitsventil ganz oben drauf. Und wir haben dann, das seht ihr jetzt eingeblendet, hinter dem Speicher einen Wasserfilter mit Druckmindererkombination und wir haben einen Heizungsfüllblock mit einer salzereduzierenden Cartridge darunter. 800 Liter Pufferwasser plus Fußbodenheizung, die sicherlich auch nochmal 200-300 Liter in sich birgt. Also reden wir hier über 1000 oder 1100 Liter Wasser. Das ist zu viel für eine Heizungsanlage, um normales Trinkwasser zu nehmen, wenn man die Heizung befüllt. Demnach gibt es eine VDI für, die das vorschreibt, muss hier vollentsalztes und vollenthärtetes Wasser rein. Wenn ich jetzt nachfülle, weil der Druck fehlt, auch das Video haben wir vielleicht schon gesehen, dann kann ich das in dem Falle natürlich nicht mit normalem Trinkwasser tun, sondern ich muss dieses vollentsalzte, vollenthärtete Wasser nehmen und das macht hier die Cartridge. Genau, das Ganze ist natürlich hier ans Internet angeschlossen. Das heißt, wir haben eine entsprechende Station, die die Daten dann raussendet, sodass der Kunde die auf seiner App entsprechend sehen kann und das Ganze nutzen kann. Genau, das war jetzt ein riesig langes Video, das ist mir bewusst. Ich werde es jetzt auch nicht irgendwie teilen oder wir machen das jetzt nicht in zwei Videos oder so, weil ich mir gedacht habe, es ist wichtig, dass man versteht, wie komplex so eine Anlage ist und wie sehr diese einzelnen Komponenten aufeinander wirken. Wir versuchen, diese Erklärvideos zu machen mit Kleinigkeiten aus diesen Heizungen, die aber immer wieder Komponenten des großen Ganzen sind. Insofern wollte ich ein Video haben, in dem mal so eine gesamte Anlage in ihrer Gänze erklärt wird. Ich hoffe, es war nicht zu langweilig und ihr konntet was daraus lernen. Ich hoffe, es war interessant und ihr seid immer noch dran und habt noch nicht schon längst abgeschaltet. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, ihr bleibt dran, ihr bleibt uns gewogen. Ich würde mich freuen über Kommentare, Likes, neue Abos des Kanals. Was auch immer euch einfällt, macht es gerne. Erholt euch gut von diesem langen Vortrag. Nächste Woche Mittwoch um 18 Uhr kommt ein neues Video, dann wieder in alter Frische. Bis dahin sagen der Jens und ich Tschüss zu euch.